Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh hat Österreich vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen gewarnt. Um in Urlaub fahren zu können, wollen sich Hunderte testen lassen. Die Kapazitäten waren am Mittwoch schnell ausgeschöpft. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigt die Maßnahme der Landesregierung, den Lockdown in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf durchzuführen. Wir haben es mit dem bisher größten Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland zu tun. Und durch die breite Streuung der Wohnorte, 1300 Orte der Tönnies-Belegschaft, birgt dieser Ausbruch auch ein enormes Pandemierisiko. In der Fleischfabrik in Reda-Wiedenbrück wurden in den vergangenen Tagen mehr als 1500 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Tönnies hat sich verpflichtet, die Kosten für Corona-Tests seiner Beschäftigten zu übernehmen. Insgesamt sind in den beiden Landkreisen Gütersloh und Warendorf rund 650.000 Menschen von dem Lockdown betroffen.